Über 8 Jahre lang hielt Wolfgang Priklopil Natascha Kampusch in seinem Haus an der Heinestraße 60 in Straßhof bei Wien fest. 2006 flüchtete sein Opfer. Daraufhin warf er sich nach offiziellen Angaben unter einen Zug. Der Eigenbrötler mit Putzfimmel bleibt auch 6 Jahre nach seinem Tod ein Mysterium. Sein Umfeld bezeichnet ihn als Einzelgänger, der allgemein soziale Kontakte scheute. Nur zu seiner Familie pflegte er ein enges Verhältnis. 1982 lernte er seinen einzigen Freund und späteren Geschäftspartner Ernst H. kennen. Während einer Einvernahme bei der Polizei meinte Ernst H. über Priklopil, dass er zu Frauen ein schwieriges Verhältnis hatte. Auch weiß Ernst H., dass sein ehemaliger Freund Kinderpornos besaß. Er hatte immer geäußert, er wolle ein unbeflecktes junges Mädchen, das seine Pedanterie mitmacht. Zudem gab Ernst H. zu Protokoll: Ich kann mir vorstellen, dass er anderen Personen Schmerzen zufügt. Er ist sicher einer gewesen, der Frauen unterwürfig behandelt hat. Priklopil war ein BMW-Fan. Selber besaß er einen BMW 850i, sein Traumauto. Sein Haus war sehr gepflegt. Den Rasen soll er mit einer Schere geschnitten haben. Priklopil, laut Bruder seine Aufzeichnung, war ein reicher Mann. Hat praktisch von der Mutter die Lebensversicherung bekommen, von Vater. Und sein Haus war tipptopp beieinander. Und ich glaube, dass der Priklopil da nur ein kleines Rad spielt. Ne? Priklopil liebte es aber nicht einfach gepflegt, er hatte einen Sauberkeitswahn. Wie weit dieser ging, musste Natascha Kampusch nach der Entführung schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Nahm er sie nach oben in seine aufgeräumte Wohnung, musste sie ihr Haar zusammenbinden und darüber eine Plastiktüte tragen. Er verbot ihr zu weinen, damit ihre Tränen nirgendwo Salzränder hinterließen. Wenn sie durch die Jalousien blickte, schlug er sie. Leute, die ihn kannten, bezeichneten ihn als höflich, hilfsbereit und korrekt. Kampusch, die ihm wohl am nächsten war, spricht von Geiz, was die Nahrung anbelangte. Was ihn genau trieb, darüber lässt sich nur spekulieren. Natascha Kampusch beschreibt ihn wohl ziemlich passend. Er habe sie im übertragenen Sinne auf Händen getragen und mit Füßen getreten.